Hallo, hallo. Ich wollte mal einen Run zeigen, wo ich schon etwas weiter bin, so knapp fast 2 Stunden im Run. Ist jetzt auch super easy, weil ich eigentlich nach Altaren gesucht habe, die ich jetzt mittlerweile alle gefunden habe, damit ich ein neues Item freischalten konnte. Das ist so ein typisches Beispiel für einen sehr guten Engineer-Build. Du hast ganz viele von diesen Pilzen. Moment, das sind also die hier. 8 Stück habe ich davon zurzeit und dann halt diese Nukahanas Opinion. Ich glaube, das war richtig. Die habe ich 7 Mal. Dementsprechend, wie man sehen kann, sieht man hier die ganze Zeit nur grüne Skulls, die nach oben fliegen. Ich heal mich dauerhaft. Dieser Heal von den ganzen Pilzen stackt halt über die Turrets drüber und die heilen sich gegenseitig. Dementsprechend kriegt man statt pro Sekunde einen Heal, kriegt man pro Sekunde 3 Heals. Dementsprechend ist das dann halt 3-mal so stark und wenn man dann halt diese Skulls hat, dann, wie man sehen kann, ist das hart overpowered. Ich zeige gleich nochmal einen Bosskampf. Ich habe jetzt gerade eben schon eine Runde komplett gecleared. Normalerweise renne ich jetzt mittlerweile einfach nur noch zum Boss, kill den einmal, dann habe ich so viel Geld, wie man oben links sehen kann, dass ich mir alles kaufen kann, was auf der Map drauf ist, wenn ich das denn überhaupt noch haben will. Meistens lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr nochmal rumzuschauen, wenn man die nicht auf dem Weg sowieso schon gekriegt hat. Sekunde, mal schauen, vielleicht Heal-Drohne. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ich kann versuchen, da mal rüber zu springen. Ich glaube aber nicht, dass ich das schaffe. Ah, ne, habe ich mir schon gedacht. Der Schaden vom Fallen kann übrigens geblockt werden vom Teddy, was ein bisschen lustig ist. Genau das gleiche gilt auch für die Sacrifice-Altare. Die können auch geblockt werden von den Teddys. Ich weiß nicht, ob das intentional war, also dass die das halt wollten, dass das so funktioniert, oder ob das jetzt einfach nur zufällig ist. Ja. Meine am wenigsten favorisierte Map ist das hier jetzt gerade. Schauen wir mal. Sorry für den Ton da. Wollte das nur eben kurz aufnehmen. Also nicht wundern, das ist bei mir gewesen, nicht bei irgendwem von euch. So, Sekunde. Jetzt dürfte das auch nicht nochmal passieren. Hab gerade nicht genug Geld, um mir überhaupt irgendwas zu holen. Deswegen stelle ich einfach Turrets hin, einmal ein Schild. Und die machen das. Kann man oben links jetzt sehen, wie das Geld wieder hochgeht. Kaufe ich mir alles hier. Steril Turret. Eigentlich suche ich gerade nach dem Boss. Aber ich finde hier zwar Items, aber ich finde den Boss nicht. Da ist er. So, das könnte sogar gefährlich werden, weil das ist jetzt, glaube ich, irgendwie Runde 25, was sag ich. Also, die Stage 25. Mach mal hier nochmal ein Schild drumrum, damit ich mich hier in Ruhe hinstellen kann. Blazing-Viecher sind immer gefährlich, auch wenn man jetzt in Easy ist. Da muss ich halt wirklich zu sagen, in Easy ist es jetzt mittlerweile so weit, dass ich halt. Ich glaube nicht, dass ich nicht einen Run so weit spielen kann, wie ich will, sozusagen. Halt, also irgendwann hält einen einfach nichts mehr auf. Wenn man schnell genug durch die ersten Level durchgeht und sich nicht 1000 Minuten daran aufhält, die erste Welt zu schaffen, dann ist auch alles nicht so stark hochgescaled, was den Damage angeht, was dann ganz nice ist. Oh, mein Turret ist tot, warum? Ach, hat, okay. Ich glaube, der hier hat gerade eben meine Turrets gekillt. Hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt passieren kann, weil die so einen hohen Heal haben. Und da steht das erste Turret schon wieder. Jetzt muss einfach nur noch warten. Direkt nächste Runde. Ich glaube, ich nehme hiervon vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten auf und dann, bringe ich mich, glaube ich, selber um, weil langsam. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt ein Ende? Ich glaube nicht. Also es, wüsste ich jetzt zumindest auch nicht.
Klar, ich hätte jetzt die ganzen Items hier noch einsammeln können, aber hier da zum Beispiel ist noch eine Kiste, die habe ich jetzt nicht. Egal, ich habe auch kein Geld. Mal schauen. Wenn man nämlich nach dem Teleporter, wie man oben links jetzt sehen kann, noch irgendwelche Leute tötet, kriegt man Geld. Also, beziehungsweise das Geld behält man dann. Ja, ein bisschen Körperklaus mit Sprache, das war ja zu erwarten irgendwann. Aber, ja. Also, wenn man halt relativ, oh Gott, wenn man relativ frisch am Starten ist sozusagen und dann noch Gegner übrig hat, die relativ viel Geld bringen und die nicht ganz tötet, also so Elite ist oder so meinetwegen, dann kann man die bis zum kurz vorm Ende, kurz bevor man in die nächste Welt rein switcht, aufbewahren, die dann killen und kann in der nächsten Welt direkt wieder neue Items kaufen und da halt auch relativ schnell durchrushen. Ich habe hier schon wieder 94.000 irgendwas. Ich schmeiß hier mal einfach. Viele von den Brillen habe ich eigentlich. Nicht genug. Nicht genug. Celestial Orb appears. Das ist so ziemlich das Ende dann. Also ich werde das dann einfach gleich stumpf beenden. Weil das ist schon ein bisschen retarded gerade. Jetzt mache ich mir halt ganz viele von diesen Lensmakers Glasses. Einfach nur aus dem Grund, weil wenn man 10 Stück davon hat, hat man 100% Crit-Chance. Und die funktionieren auch auf meinen Köpfen. Also auf diesen komischen Lebensenergieköpfen oder was auch immer. Und dementsprechend machen die dann halt ordentlich DMG. So, tot, 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 tot. Übrigens, eine meiner Lieblings-Items ist entweder halt auch wirklich dieser Heal-Totenkopf, aber das funktioniert nur auf dem Engineer. Bei den anderen bleibt man einfach nicht stehen, weil man einfach nicht 100% protected ist. Dementsprechend, klar, du kannst stehen bleiben, aber dann kriegst du halt meistens hart aufs Maul. So. Und das will man eigentlich nicht. So, hier ist nichts, was mir gefällt, also nämlich die Raketen, weil die Raketen machen jetzt halt auch skaliert zu mir ein bisschen mehr Damage. So, noch mehr Raketen, noch mehr Raketen, okay. Das wird jetzt gerade ein bisschen ridiculous. Gib mir das, gib mir das. Okay. Einmal ein Turret hinstellen, weiter geht's. Ich renne hier gerade nur ein bisschen im Kreis. Eigentlich sollte ich nach dem Boss-Ding suchen. Wo ist es denn? Ist es hier? Ach ja, das fällt mir gerade wieder ein. Was auch super broken ist, wenn man ganz viele von diesen. Wie heißt es denn? Das sind diese komischen Vögel hier, diese weißen Dinger. Wax Quail. Oder was auch immer. Die machen insgesamt, dass du halt nochmal einen Boost nach vorne hast, wenn du springst. Und ich habe davon jetzt schon so viele, also es ist nicht so viel, aber es sind 3 Stück. Und durch das Movement Speed wirst du dann damit so nach vorne geschleudert, weil das auf dem Movement Speed nochmal stackt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel über so eine kleine Kante drüber springt, wird man halt hart weit geboostet. Wenn man jetzt in einem bestimmten Winkel nach oben springt, kann man einfach über die Maximalhöhe der Map springen. Das funktioniert immer. Das heißt, ich müsste jetzt hier, ich glaube, hier irgendwo geht's, kann ich hier einfach halt die Kante hochspringen. Und schon bin ich auf der Map drauf. Das war aber jetzt nicht der Winkel, den ich meinte. Es gibt noch einen anderen. Da geht das dann noch krasser. Das zeige ich sofort. Ich schnappe mir hier nochmal ein bisschen Items. Gib mir das, gib mir das. Nice. So, hier, wenn man jetzt hier die Wand hochspringt. Ja gut, da hat mich jetzt die. Ach komm. Nehmen wir halt die. Auch nicht. Vielleicht bin ich auch gerade einfach zu schnell. Weil normalerweise schießt man dann einfach komplett durch die Decke durch. Ich weiß nicht, woran es jetzt gerade liegt. Normalerweise geht das halt immer.
So ein bisschen der Vorführeffekt, das kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten halt nicht. Bluten, klar, wieso nicht? Habe ich, glaube ich, sogar gar nicht so viel. So, schauen wir mal. Geht's denn hier? Irgendwo muss es doch gehen. Komm schon. Ich hatte das so oft schon probiert. Also ich meine, man springt ja sowieso dann schon krass hoch, weil es gibt kein Item, was deine Sprunghöhe erhöht. Wobei das auch nicht unbedingt notwendig ist, muss ich sagen. Hier waren wir jetzt gerade zu viele Gegner. Ja, so sieht das ungefähr aus, aber es ist halt nicht das, was ich meine. Es ist jetzt noch nicht so hoch, wie man es halt kriegen könnte. Wenn ich jetzt gleich in die... Ich komme, ich gehe gleich nochmal kurz in die Feuerwelt und dann zeige ich euch das. Einfach nur, um es gezeigt zu haben. Jetzt muss ich aber trotzdem noch einmal kurz... Ah ja, hier ist er. Na komm. Meine Turrets sterben da gerade. Boah, jetzt fängt es sogar schon an zu laggen. Komm. Weg, weg. Weg, weg. Hier jetzt auch. Da ich jetzt 100% Crit mache, machen alle meine Heal-Teile, die ich habe, wenn diese Energiekugeln losschießen, halt statt 700, 2000 Damage. Knapp. Ungefähr. Obwohl das keinen Sinn macht. Also, ich weiß nicht warum, aber 2200 Damage oder so, je nachdem, wenn es halt crittet. Vielleicht hat es auch einfach mit dem Heal zusammen, hängt es mit dem Heal zusammen, wie viel Damage die machen. Da ich gerade nochmal so einen Fungus aufgesammelt habe, macht es jetzt natürlich dann nochmal ein bisschen mehr. Ja. Muss jetzt kurz warten darauf, dass das Ding hier fertig gecharged ist. Ich habe übrigens in diesem Run auch das erste Mal so 3D-Drucker für rote Items gefunden. Da habe ich halt auch diese ganze Anzahl von diesen 7 Nukanas Opinions her. Obwohl man halt auch die aus diesem Shop kriegen kann. Dieser Shop, der kommt entweder random oder du hast halt Glück und du spawnst halt so ein Altar. Ich glaube, der Altar müsste entweder hier hinten sein. Jawohl, da ist einer. Der spawnt immer random, aber es gibt halt verschiedene feste Positionen, wo der immer spawnt. Entweder da oben, wo ich jetzt gerade mit meiner Maus bin. Da oben, sorry. Hier oben. Da hinten. Oder es gibt noch einen, der ist hier hinter. Dahinter. Normalerweise. Man braucht halt 8 verschiedene Positionen, damit man ein neues Item freischaltet. Das habe ich noch nicht bekommen, aber das kriege ich wahrscheinlich auch sowieso erst im nächsten Run. Dementsprechend. Mal kurz warten. Da 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 da. So. Das nehmen wir doch glatt mit. Einmal in Shrine of the Mountain macht die Bosse doppelt stärker und aber auch doppelten Loot. So. So, hier wollte ich ja eigentlich gerade zeigen, dass man hier hochspringen kann, wie sonst was. Ich sehe nur einfach gar nichts bei diesem ganzen Gefuchtel. Habe ich den Teleporter nicht aktiviert? Ich dachte, ich hätte ihn aktiviert. Okay. Overloading Worms, das könnte mein Ende sein. Kann man natürlich ausprobieren, ne? Also, wer weiß. Ich sehe hier nur Zahlen, alles in Schwarz. Und die Overloading Worms, wie sie einfach zerschnetzelt werden von den Turrets. Die Turrets sind natürlich trotzdem tot gerade. Ich stelle mich jetzt hier einfach hin in das Schild. Oh Gott. Also, ich sehe hier nur Bildschirm wackeln. Heal, Turret, tot. Okay, also sie sind beide gestorben. Gut. Damit kann ich leben. Das sind, glaube ich, so auch einige der wenigen, die nur gerade zur Zeit noch gefährlich werden könnten. Schauen wir mal. Noch ein Pilz. Das ist einfach nur noch ridiculous. Also, es ist einfach nur noch total übertrieben, wie das hier aussieht. Natürlich, okay, es ist easy. Ne? Also, weil ich ja auch eigentlich nur farmen wollte, aber dann war das so ein guter Run geworden, dass ich mir gedacht habe, komm, okay. Ziehst es noch ein bisschen durch, mache ich hier ein paar Minuten mehr und zeige euch das Ganze mal.
wie das dann aussehen kann, wenn man dann halt wirklich weit ist. Im Multiplayer wird das natürlich um einiges mehr Spaß machen, muss ich sagen. Aber es ist gerade sowieso keiner von meinen Kumpels online. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, kannst du auch eben ein paar Items farmen und so. Ist so ridiculous. Echt krass. So. Normalerweise kann man hier irgendwo mit Rampen hochspringen und dann schießt man durch die Decke durch. Aber ich habe den Eindruck, dass man ab einem bestimmten Speed das wieder nicht hat. Also das, anscheinend gibt es da so ein Limit ab dem Moment, wo es dann zu viel wird, dass er das halt runterschraubt wieder. Weil ich hatte einen kurzen Moment wirklich Probleme, durch die Gegend zu kommen. Weil ich halt ständig nach oben gefeuert wurde. Obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass es daran lag, dass ich noch ein anderes rotes Item hatte. So ein, es heißt Headstomper. Das H3A Stomper S oder ST2 oder irgendwie sowas. Headstomper. Weil man damit auf andere Köpfe von Gegnern draufspringen kann mit für einen ordentlichen Damage. Hier ist sonst nochmal so ein Altar, der ist da jetzt gerade nicht. Sonst gibt es noch ein Altar oben auf dem. Bababa. Sekunde, hier auf diesem orangen Teil. Auf dem da, auf dem unteren von den beiden. Und es gibt noch einen, den habe ich letztens erst gefunden, der war hier in dem Durchgang drin. Der ist. Also entweder hier, weil das gibt zwei Eingänge dafür. Wenn dieses Tor offen ist, was es sogar ist, ausnahmsweise mal. Dann geht man hier rein und. Sekunde. Der müsste hier zwischen ganz viel Kristallen sein. Auf der linken Seite jetzt bei mir. Hier. Von der anderen Seite sieht das halt ungefähr gleich aus. Das heißt, ne? Auch wieder ganz viele fette Kristalle. Und das ist dann so diese Rampe, die von unten nach oben geht. Dieser Run ist einfach so ridiculous. Ich würde gerne einfach. Oh Gott. Oh jo, okay. Dann macht ruhig einfach Bosse mit Elite-Schild. Egal. Gut. Ich habe übrigens in diesem Run dreimal Wake of Vultures gefunden. Das Item ist zurzeit noch ein bisschen verbuggt. Da kriegt man die Hälfte des Schildes drauf. Aber kriegt halt Leben abgezogen zurzeit. Es sollte eigentlich so sein, dass man halt wirklich nur Schild drauf kriegt. Das Item an sich macht, dass man die Effekte von Eliten kriegt. Das heißt, wenn man Elite-Typen tötet, dann kriegt man da nochmal extra ja, die Effekte davon. Kriegt man so halt nicht, weil man dann halt bei einem Elite das Leben hat plus nochmal ein Schild, kriegt man nicht nochmal ein Schild obendrauf mit der gleichen Anzahl, was du eigentlich als Leben hättest sogar, sondern du kriegst einfach die Hälfte deines Lebens abgezogen und das wird dann in Schild umgewandelt. Wenn du dann keinen guten Heal hast, dann bist du halt ziemlich am Arsch. Weil das zieht dir einfach stumpf durch einen guten, in Anführungszeichen, Effekt, zieht es dir dein Leben ab. So. Und du kriegst es auch nicht wieder, nachdem es abgelaufen ist. Das ist das Problem. Also, ja. Also, wie man sehen kann, wenn man ganz viele Heals hat, ultra overpowered, immer wenn man das im Multiplayer findet, dieses Item hier, überlass es dem Engineer, wenn der Engineer da ist. Und alle Pilze überlass es dem Engineer, also niemand anders bleibt stehen, währenddessen er schießt. Also niemand anderes bleibt stehen. Das gleiche gilt auch für für den Heal. Die Heals sind vielleicht auf den anderen okay, aber beim Engineer ist es einfach overpowered. Also wie man sieht, man sieht einfach nur, wie ich hier rum. Ich schieße ja noch nicht mal. Ich stehe einfach nur rum. Gerade. Und warte darauf, dass das Ding hier gecharged ist. Also, ich wüsste nicht, was ich da sonst noch zu sagen sollte. Also es ist echt ziemlich krass overpowered. Ich würde mir auch wünschen, dass man irgendwie einen Bossfight triggern könnte. Also neben dem goldenen Bossfight, den kann man triggern. Das ist ein goldener Schrein.
Den würde man dann halt einmal aktivieren und nachdem man den Boss gekillt hat, kriegt man dann ein goldenes Portal und kann dann da nochmal gegen einen extra Boss killen für extra goldene Items. Ist aber meistens ziemlich kacke, von daher. Naja. So. Schauen wir mal. So, ich würde jetzt im Prinzip nur noch einmal mit so einem Teil reden. Das ist so ein, dieses blaue, diese Altare, wo ich euch schon was gezeigt habe von. Hier werde ich wahrscheinlich noch mal einmal diesen, weil ich gerade sowieso so viel Movement Speed habe, dass man das relativ easy zeigen kann. Oh, komm. Die Knöpfe können überall neben jedem Stein sein. Es gibt immer zwei. Die meisten, also häufig sind die halt einfach neben. Hier ist zum Beispiel einer. Hör auf, lass das. Bitte, hört auf. Ich mag das nicht. Ich stelle mich mal einfach hier hin, kill die erstmal. Bevor die mir gleich echt den Arsch aufreißen. Uff. Da hätte man sich, bei diesem Uf hätte man sich jetzt dieses Uf von Minecraft vorstellen müssen. Naja. So. Erstes Turret habe ich. So. Teddys immer richtig gut. Ich habe auch ein Newt Altar, oder wie es heißt. Ich glaube sogar, es heißt gar nicht so. Of Order, genau. Shrine of Order heißt das Ding. Das wechselt alle deine weißen Items in eine Sorte von weißen Items und da habe ich direkt erstmal ganz viele Teddys gekriegt. Das hat mir halt im Prinzip. Erst dachte ich, das hat mir den Run versaut. Und dann habe ich gesehen, gut, okay, die machen mir einfach gar keinen Schaden. Wie die Teddys funktionieren, ist relativ easy. Das heißt, du hast von 100 15%, die nicht funktionieren und jeder Teddy zieht dann von diesen übrigen 85% nochmal 15% ab. Das heißt, beim zweiten Mal wären es von 85% nochmal 15%. Das wären, oh, keine Ahnung. Also sieben, irgendwie drei. Wären das drei? Keine Ahnung. Irgendwie 12% oder so, hätte ich jetzt einfach stumpf gesagt. Und das geht dann halt immer weiter runter. Das heißt, ab 10 Stacks hast du, keine Ahnung, knapp 70% Chance, dass du halt einen Angriff blockst. Halt nicht komplett 100%, wäre auch ziemlich overpowered, wenn das so wäre. Dementsprechend ist das so schon ganz gut. Das war übrigens dieser Sprung, den ich meinte, der übelst lang gedauert hat zum Zeigen. So. Wo ist denn jetzt dieser zweite Knopf? Okay. Gut, dass der mich einfach direkt erwischt. Ja, wo ist denn jetzt dieser blöde Knopf? Kann doch nicht sein. Da ist denn. Also normalerweise ist der hier, da, hier hinter. Hier ist normalerweise keiner, habe ich zumindest noch nie gesehen. Hier ist gerne mal einer, hier vorne vor. Jetzt hört doch auf. Hier ist, also hier habe ich noch nie einen gefunden. Hier habe ich auch noch nie einen gefunden. Hier zwischen dem Bambus oder was auch immer das sein soll. Es ist kein Bambus. Zwischen diesen Pflanzen habe ich schon mal einen gefunden. Hier ist natürlich dann einer. Aber das bringt mir natürlich nichts, wenn ich den anderen nicht finde. Wo ist denn das Portal eigentlich? Habe ich das die ganze Zeit übersehen? Genau, den wollte ich aktivieren. Ach ja, hier ist einer und wenn man hier die Wand entlang läuft, bei dem Skelett hier oben. Aber da muss man aufpassen, weil man kriegt Schaden, wenn man die aktiviert. Ja, hier ist der zweite. Sie sind sogar beide gerade da. Ich dachte eigentlich nicht, dass das möglich ist, aber anscheinend ja schon.
Vielleicht ist das auch einfach ein fester Spawn, so wie die goldene Kiste in der dritten Welt, vierten Welt. Nun gut, ich finde jetzt gerade den zweiten Knopf nicht. Nicht so tragisch. Schwende ich da erstmal keine weitere Zeit rein. Stell mal meine Turrets hin und lauf dann erstmal nochmal ein bisschen durch die Gegend. Lass die erstmal machen, bis der Boss tot ist. Okay, der Boss ist tot. Hier ist der Knopf. Ich dachte, ich hätte ihn da hier nicht gesehen. Okay. Drück da, okay. Let's go. Dann schaue ich nochmal eben. Hier hinten war der andere. Einmal drauf laufen reicht. Du musst nur einmal kurz das Teil aktivieren. Das heißt, du musst nur kurz was hinlegen, dass das aktiviert ist. Das Teil aktivieren und dann geht dieses Tor hier auf. Da unten sind zwei Elite-Gegner drin. Wie man die ganze Zeit sehen kann, ich habe gerade die ganze Zeit geblockten Schaden bekommen. Na, kommt her. Das ist echt übertrieben. Will-O-Wisp ist auch ziemlich nice, also muss man schon sagen. So. Ah ja, genau, der Boss ist schon tot. Das heißt, jetzt wieder nur kurz warten. So, ich habe mal kurz ein Schild dahin getan. Ich habe schon über 1 Million. Was? Ich bin nicht unbedingt... Okay, der ist tot. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht unbedingt zufrieden, dass da so ein Stone-Titan einfach so rumsteht und einfach auf mich schießen könnte. Und da war er dann schon tot. Okay, das Video wird auch schon wieder zu lang. Ich wollte noch einmal noch kurz schauen, wie es in dieser blauen Welt nochmal aussieht, ob ich da noch irgendwas holen kann und changen kann, was auch immer. Also, damit sind jetzt halt die grünen Items und rote Items gemeint, ob das dann halt noch krasser werden kann. Wobei es mir auch schon einmal passiert ist, dass ich einfach da reingegangen bin und ich einfach nichts bekommen habe. Also da war nichts angezeigt. Und ich konnte auch einfach nichts aufsammeln davon. Und ein Kumpel von mir, der war halt auch da drin und der hat einfach alles davon gesehen und ich war einfach hart verwirrt. Von daher. Aber das ist Singleplayer, dementsprechend dürfte das kein Problem sein. So. Mal schauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hardlight Afterburner. Super nice. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig. Das Item habe ich gerade erst freigeschaltet. Das würde ich gerne aufsammeln. Einfach nur, damit ich es einmal lesen kann, was das überhaupt macht. Ich meine, es macht, dass man 50% Equipment-Cooldown hat. Aber dafür, dass jedes Mal aktivieren muss, wenn man das bereit hat. Da ich jetzt aber schon so viele Fuel Cells habe, dürfte das eigentlich noch nicht mal ein Problem sein, weil dieser Laser, den ich da habe, der hat einen Cooldown von normalerweise 20 Sekunden und jedes von den Fuel Cells macht es den Cooldown runter um 25% oder 15%, ich meine 15%. Und wenn ich dann, wie viel habe ich? 6, 5, 5 Charges habe, dann sind das schon mal 75% und 75% davon runter, dann sind das Ding braucht 12,5 Sekunden, damit es einen Cooldown hat. Plus dann nochmal 50% davon. Dann bist du bei 125%. Dann braucht das nur noch 8,25 Sekunden oder so, damit es einmal einen Charge hat. Das heißt, alle 8,25 Sekunden haue ich dann so einen fetten Laser, der 3000% von meinem Damage macht. Ja, ich habe jetzt die Hardlight Afterburner. Damit kann ich jetzt halt dreimal mein Schild stellen, aber ich kann es halt nur einmal aktiv halten. Wenn man den hier übrigens mit genug Damage angreift, dann teleportiert er dich raus. Ob das wichtig ist, keine Ahnung. Aber gut.
Ich bringe mich jetzt gleich einmal um. Ich hoffe, dass sie mich überhaupt umbringen können, weil ich so viel Heal habe einfach. So, schauen wir mal. So, kleiner Augenblick. So. Ich kann die nicht öffnen, das ist was ganz Neues. Achso, warte, ich wollte mich umbringen, ne? Da war aber was. Dann laufe ich mal zu dem hier. Bring mich um. Por favor. Oh, Celestial Orb appears. Ja, dann bringe ich mich anders um. Aha, dann mache ich mal eben hier den Boss. Celestial Orb ist nämlich, dass du dich selber umbringen kannst. Da musst du dich nicht von irgendwelchen Mobs umbringen. Und bevor ich noch einen Tod weiter in meiner Statistik habe, mache ich dann einfach. Bringe ich mich einfach beim Celestial Orb an. Dann um. Also es sei denn, ich sterbe jetzt beim Kampf. Wovon ich nicht ausgehe, muss ich ehrlich sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir schon viele Videos von Risk of Rain 2 angeschaut. Die meisten davon sind relativ öde. Aus dem Grund, weil man halt einfach größtenteils direkt von Anfang an alles sieht. Und ganz am Anfang sind die ersten 10 Minuten von jedem Run sind immer gleich. Und immer echt öde, meiner Meinung nach. Weil man halt einfach ganz viel Loot hat, was man aufsammeln muss, aber man ist richtig langsam. Dementsprechend, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten ich für eine so eine Welt gebraucht habe, wenn ich mir nicht Zeit gelassen habe. Ich glaube, dass der größte Zeitverbrauch ist eigentlich wirklich der Boss. Also anders könnte ich mir das nicht vorstellen. Ich weiß auch überhaupt nicht, welche Stage das jetzt mittlerweile ist. Das könnte 30 sein, es könnte auch erst 20 sein. 20 vielleicht nicht, dafür bin ich wahrscheinlich schon zu gut ausgerüstet. Ich glaube sogar, dass ich schon über 20 war, als ich angefangen habe. Also mit der Aufnahme. So, ist er fertig? Danke. Teleportier mich. So, normalerweise muss man hier so einen Parcours machen und da runterspringen. Übrigens hier noch so ein Secret. Jedes Mal, wenn man hier rückwärts runterspringt, gibt es hier den Environment Log. Den habe ich schon. Ne? Ist dann einmal aufsammelbar und dann bringt dir das nichts mehr. Also ich muss sagen, Movement ultra overpowered. Von daher. Ja gut, das Item habe ich unlocked. Das war halt mit den New Altern. Kann man eigentlich nachschauen, wie oft man welchen genommen hat. Pick Percentage 29%, okay. 24, 0,31, ja, ich habe die einmal oder zweimal gespielt. Mercenary, ja gut, okay. Dazu muss man sagen, ich habe ganz viel mit Mercenary die Nude-Altare gesucht, was auch immer. Deswegen ist der Longest Run hier auch nur 39 Minuten und ich habe ihn aber trotzdem 23 Mal gespielt. Entschuldigung. Den hier habe ich nämlich 28 Mal gespielt und habe aber schon 150 Minuten war der längste Run, also 2 Stunden, 30 Minuten und 24 Sekunden meinetwegen. War schon ziemlich krass. Sekunde, jetzt schauen wir mal nach, was das für ein Ding war. Das war hier Nutist. Das Teil. Also man muss mindestens 8 davon finden und verschiedene, das ist wichtig. Also wenn man den gleichen nochmal aktiviert, deswegen habe ich jetzt gerade auch nur einen Luna-Coin, funktioniert das nicht. Ansonsten war es das, glaube ich, sogar, was ich zeigen wollte. Würde ich sagen, hey ho, let's go. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.